So, meine Damen und Herren, wir sind wieder zurück bei einem weiteren Let's Play. Mal wieder Total War Pharao. Ja, ist auch immer noch Vorab Zugriff. Das heißt, ich kann das Spiel schon spielen und euch schon präsentieren. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Creative Assembly, die mir das ermöglicht haben. Wenn ihr sagt, hey, cooles Let's Play, das Spiel gefällt mir, in der Beschreibung wäre noch ein Link zu Games Planet. Da könnt ihr das Spiel kaufen oder vorbestellen, je nachdem, wenn ich das Let's Play natürlich guckt. Gut. Ich dachte mir, wir spielen mal wieder eine schöne Kampagne, dieses Mal mit einer Fraktion, die wir noch nicht gespielt haben. Bei den Ägyptern haben wir Ramses ja schon gespielt, angeschaut, davon gibt es auch ein Let's Play. In der Infokarte irgendwo verknüpfe ich das noch. Bei den Hittitern haben wir Supiluliuma gespielt, der einen schwierigeren Start hatte hier in der Mitte, aber schon als Großkönig startet. Und dieses Mal spielen wir bei den Kanaaner, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Ich glaube, die Kanaaner spielen wir Bay. Der hat eine sehr, sehr schwierige Position. Keine Hauptstadt, startet mit wirklich sehr wenig. Und das finde ich unheimlich spannend. Dass ich noch gesagt habe, bevor wir starten, es ist wie immer ein Live-Let's Play. Das heißt, auf Twitch gestreamt, dafür wird nachträglich hochgeladen. Und dann würde ich sagen, starten wir. Ich flüstere in die Ohren der Könige. Ja, er ist der Intrigant. Wir haben einige Mechaniken, um die Beziehungen zu anderen Fraktionen zu verbessern. Über Gebäude, hier zum Beispiel diplomatische Beziehungen. Wir klauen aber auch Nahrung, naja, klauen Nahrung in Anführungszeichen. Wir haben Schmugglerlager, die wir bauen können, die uns Holz und Einkommen geben. Wenn die Zivilisation zusammenbricht, dann kriegen wir mehr. Wenn sie im Wohlstand ist, weniger. Das heißt, wir spekulieren eigentlich darauf, dass die Zivilisation ein bisschen zusammenbricht, damit wir mehr Nahrung und Holz kriegen. Das heißt, wenn die anderen untergehen, blühen wir auf. Die Spielweise von ihm sieht so aus, dass wir viel über Diplomatie regeln müssen, viel über Nichtangriffspakte. Wir haben auch einige Gebäude, die dafür sorgen oder einige Mechaniken. Ja, wir spielen wie immer auf Veteran und Veteran. Das mag ich. Legendär bin ich nicht so Fan von. Veteran ist vom Schwierigkeitsgrad in der Regel etwa gleich. Und bei den Einstellungen lasse ich einfach alles auf Standard. Ich will den mal standardtechnisch anschauen, wie der sich so spielt. Und dann würde ich sagen, wir schlängeln uns nach oben. Ich bin Menepta. Nein, ich bin der große Pharao Menepta. Vor 10 Jahren erbte ich den Thron im Schatten meines Vaters. Des starken Stiers, des Beschützers Ägyptens, des Auserwählten des Re und Lieblings des Amun, des mächtigen Pharaos Ramses des Zweiten. Ägypten erblühte unter meiner Herrschaft. Doch jetzt spüre ich die Augen des Seths auf mir und dunkle Zeiten heraufziehen. Yeah.
Was soll nur aus meinem Königreich werden, wenn meine Seele ins ewige Land des Jenseits entfleucht ist? Ja, völlig klar, das krallen wir uns. So, dass ich es noch gesagt habe, wir werden hier in dieser Kampagne etwa 80 Runden spielen. Ja, vielleicht brauchen wir gar nicht 80 Runden, wir werden mal schauen. Aber 80 Runden ist so das Ziel. Mehr als 80 Runden darf ich auch gar nicht spielen, weil ich das Spiel ja im Vorfeld präsentiere. Aber 80 Runden sind's. Die Kanaanäer im Norden sind kaum etwas anderes als Barbaren, die sich verzweifelt an das Wohlwollen meines Imperiums und den Handel klammern, den Ägypten an ihre Küsten schwemmt. Mein Vertrauter Bai arbeitet daran, seine verwilderten Landsleute zu befrieden. Obgleich er als Kanaanäer geboren wurde, ist er aufgrund seiner Bildung und höflichen Art wohl eher Ägypter. Seine Briefe klingen wie Poesie. Wortgewandt vermittelt er seine Weisheit und betreibt mit seinen Nachbarn äußerst geschickt Diplomatie. Aber ich bin kein Narr. Seine charmante Freundlichkeit ist nichts anderes als Gras, in dem sich eine Giftschlange versteckt, die nur darauf wartet, zuzuschlagen. Ist Bai ein Geschenk der Götter oder der versteckte Dolch, der nur darauf wartet, in Ägyptens Rücken gerammt zu werden? Das werden wir sehen. Also, unsere Fraktionsgebäude geben uns sehr hohe Ressourcenquellen, enorm, also sehr hohe Zufriedenheit, aber wir brauchen sehr viel Einfluss. Das heißt, unser Gebiet müssen wir mit Einfluss sehr gut stabil ausbauen und dann beschützen, dass wir den Einfluss auch weiterhin halten können. Dann haben wir starker Sturmangriff, sehr gut im Hinterhalt, aber wir sind nicht so stark in Linien halten. Wir haben nicht viele schwer gepanzerte Einheiten, zumindest die, die er über sich rekrutieren kann, nicht. Wir können aber natürlich lokale Einheiten rekrutieren, die das deutlich besser können. Bei den Kommandos, wir können sofort einen königlichen Erlass freischalten, das zeige ich dann nachher gleich. Wir können den Einfluss der gesamten Fraktion managen, also gleich in der ersten Folge zeigen wir es dann noch, wenn es soweit ist. Am Hof können wir Komplotte von anderen Fraktionen stehlen, das heißt, wir können die, wenn andere einen Komplott gegen jemanden in die Wege leitet, können wir das Komplott unterwandern und übernehmen, dass wir dann da unterwegs sind. Das werden wir uns dann auch anschauen, wenn es soweit ist. Und vorgeschlagene Position Visier, wo ich glaube, dass der Visier sogar noch zusätzliche Aktionspunkte kriegt, also Hofaktionspunkte, was so oder so mein Ziel wäre zu tun. Gut, ich würde sagen, das mal so weit. Also, wir drehen die Karte mal schnell richtig. Und dann folgendes. Wir starten hier mit einer kleinen Siedlung und hier eine kleine Siedlung. Wir haben da eine Hauptstadt. Wir haben hier eine Hauptstadt. Und wir haben hier oben eine Hauptstadt. Und hier, Damaskus, auch eine Hauptstadt. Ist ein Problem für uns, weil wir haben ja fast nichts. So, wir sind im Krieg mit denen hier, das heißt, wir flitzen hier dann sofort durch. Und das hier wären die königlichen Erlasse. Er hat die Möglichkeit, einen königlichen Erlass, also Forschung, die wir betreiben können, sofort freizuschalten. Das ist ziemlich nice. Wir werden auch relativ früh hier rüber gehen. Diplomatische Beziehung mit allen, diplomatische Beziehung mit den Kanaanäer, diplomatische Beziehung mit den Ägyptern und mit den Hethitern. Dann haben wir Gebäude, die auch diplomatische Beziehungen geben. Und er selber hat ja so eine schlechte Lage, dass wir tatsächlich diplomatisch viel drehen müssen, damit wir das irgendwie hinkriegen. Ja? Das heißt, wir arbeiten mit Hinterhalt und Diplomatie. Gut. Herrscher machen Geschichte. Ich schreibe sie. Du musst jetzt zuerst mal den hier töten. Das machen wir in einem wunderschönen Kampf. Let's go. Also, einheitentechnisch, wir haben hier kanaänäische Vorhut, Wurfspeerdudes und Nahkämpfer. Schwerter. Das Schöne an seinen Units ist... Nein, wir warten auf schönes Wetter. Eingeschränkte Sicht, nein. Moral, Nachladezeit.
Also gut. Also. Niemand hält uns auf! Das hier sind die. Ist die Vorhut. Es regnet noch leicht, ne? Das hier ist die Vorhut. Wir werden nicht wanken. Die sind ganz spannend, weil wir können sie auch weit vorne aufstellen, ne? Also das, was wir als Fähigkeit haben. Ich zeig das mal schnell hier. Läufer, Laura, Vorhutaufstellung. Sie haben sogar eine Fähigkeit, dass man sie für 60 Sekunden nicht sieht. Also, dass sie verborgen agieren. Das haben sehr viele seiner Einheiten übrigens. Auch die Wurfspeerwerfer haben das. Er selber nicht. Das heißt, wir können die schon mal... Wir können die schon mal irgendwo cool aufstellen. Ich schau mal schnell, wo die Feinde sind. Hier sind sie, okay. Will heißen, wir könnten die hier oben am Hügel hinstellen. Und mit der Infanterie hier unten durch. Was wir auch machen. So, dann folgendes. Das sind Schild und Schwert, sind Söldner, die aber auch relativ viele Wurfspeere noch dabei haben. Das heißt, die werfen zuerst Wurfspeere und gehen nachher in den Nahkampf. Und dann Wurfspeerträger, klassisch Wurfspeerwerfer, muss man nicht viel dazu sagen. Und natürlich er selber ebenfalls. Mit seinen Units, wo steht er denn? Ah, hier mit drin, da ist er. Wir kriegen noch Verstärkung. Die werden wir auch noch ranrennen lassen. Das heißt, wir gehen hier mal schnell in den Wald. Uns hier dürfte er nicht sehen. Das ist hier das Symbol, dass er uns nicht sieht. Das Symbol ist für uns sehr wichtig zu wissen, weil... Ist das hohes Gras? Das ist für uns sehr wichtig zu wissen, weil wir ja... sehr viel versteckt agieren und wir versuchen mit den schleichenden Einheiten außenrum, um sie dann anzugreifen. Die Zweihandwaffen-Dudes hier, die sind auch unheimlich schnell. Die haben eine Geschwindigkeit von 45. Das heißt, sind leichte Einheiten, die sehr, sehr schnell rennen. Der Wald wird uns verbergen. So, das ist die Verstärkung von der Festung. Ich lasse mal schnell ein bisschen tempomäßig laufen, damit wir hier uns besser aufstellen können. Um ihn ein bisschen zu baiten, gehen wir jetzt hier rüber. Dann wird er nämlich seine Position drehen. Und dann können wir vom Hügel runterrennen und die einfach töten. Zumindest ist das mein Plan. So, der von der Festung kommt, der kann von mir erst leiden. Der darf da reinrennen. Ich lebe für das Blutvergießen. Starte Manöver! Sie haben keine Chance! Vorwärts, so. So, dann gehen die jetzt in den Fähigkeitshinterhalt und rennen den Hügel runter. Die gehen nach vorne, die Schleuderer hier hin, also die Werfer. Und ich nehme an, dass die gleich zurückrennen werden. Brecht sie! Lasst sie bluten! Marschiert! Schlacht ihn die Schädel ein! Für Kanaan! Für die Schlacht geboren! Also wir laufen hier ein bisschen schräg. Bleibt in der Nähe! Zieht eurem Tod ins Auge! Hier einmal außen rum. Krieger von Kanaan! Werft die Speere! Weiter voran! Okay, wir schicken einen Trupp hier rein, weil die stehen so nah beieinander. Oh shit, ich hab die Speerwerfer hier reinrennen lassen, das wollte ich nicht. So, da seht ihr, das ist der Sturmangriff, ne? Die ballern da ordentlich runter. Sind übrigens auch relativ gut gegen Schilde hier. Und Rüstungszustringen schlagen die sich auch recht gut. Bewegungskrieger! Axtkrieger! Axtkrieger! Ich ziehe die Fäden! Speere bereit! Könnt ihr hier die Speere anständig werfen, damit die fliehen und so? Danke. Axtkrieger! Super. Wurfspeere, los! Streckt sie nieder! Geht mal schnell hier den Hügel hoch und holt den Schwung von oben. Weil wenn die von oben runterrennen, dann machen sie nochmal. Haben sie ein bisschen mehr Schwung. Das ist gut. Einfach die Speere in den Rücken werfen. Einfach die Speere in den Rücken werfen.
Krieger! Ja, die sind vollkommen umstellt. Wenn jetzt das Gewitter gleich noch hereinbricht. Ich überliste den Feind. Löscht sie aus. Vorwärts, Marsch. So, die ist schnell aus. Wir nutzen schnell einen Trick. Und zwar, die Einheiten kriegen trotzdem noch Erfahrungspunkte, auch wenn der Feind schon flieht. Das heißt, wir können hier schon ein bisschen abschlachten und kriegen die noch XP-technisch bis nach oben. Weil mit den zwei arbeiten wir hauptsächlich. Das ist die Kern, das sind die Kernunits am Anfang für unsere Bewegung, die wir hier über die Lande vollführen. Damit wir da immer schön flankieren, außen rumschleichen, die Distanzkämpfer töten. Ein überzeugender Sieg. Ihr Leben soll unser Gewinn sein. Wir nehmen dafür mal die Schatzkammer ein bisschen. Auch ich kenne Gnade. Bisschen großzügiger mit. Geschichte. Weil ich hier sofort hin will. Ne? Aber ihr seht, wir schaffen das nicht in dieser Runde. Bewegen wir uns hierhin. Wir kommen gut voran. Und dann gibt's eine Lagerstellung, damit die Einheiten ein bisschen mehr regenerieren. Und wir rekrutieren. Armeen sind eine Notwendigkeit, leider. Also wir haben Rekruten, die gut gegen Schilde sind. Ne, rüstungsdurchdringend sind die. Schildträger, die brauchen wir aber nicht. Wir haben keine Streitwagen bei den Feinden. Zumindest vorerst nicht. Zudem haben die alle Wurfspeere. Die können die Wurfspeere in die Speichen werfen von den Streitwagen. Richten damit erheblichen Schaden an. Wir nehmen die hier wieder. Ich wähle nur die würdigsten aller Krieger aus. Plänkler. Die Idee ist immer, dass die in einem Doppelspiel arbeiten. Ne? Die Infanterie, die rennt rein, die blockiert die andere Infanterie. Die Werfer gehen außen rum und werfen die Speere von hinten in den Rücken. Und wenn die versuchen, sie zu folgen, dann greifen unsere Schwertkämpfer die von hinten dann natürlich an. Das ist eigentlich die Idee. So. Dann haben wir natürlich noch den Kommandanten. Er hat einen freien Titelslot. Und das erste, was er hier hat, ist Hinterhältigkeit, dass auch er schleichen könnte. Finde ich nicht übel. Ich meine, das ist das Einzige, was wir gerade nehmen können. Dementsprechend machen wir das. Und ich hab im Vorfeld natürlich die Fraktion schon ein bisschen angeschaut, dass ich weiß, was ich zu tun habe und wie die funktioniert, damit ich euch auch immer schön ein bisschen erklären kann, wie das Ganze ist. Das, was wir wollen bei ihm, ist sehnt sich nach der Fremde. Diplomatische Beziehung mit allen Fraktionen plus 4. Gibt uns zwar weniger Einfluss. Die Wombo kommt aus Nahkampf und Fernkampf, richtig, ja. Ja, klassisch, oder? Dafür brauchen wir 666, das heißt, wir müssen hier jeweils auf die 6 Punkte und alle Punkte geben uns ein bisschen Vorteile. Wir machen das mal, dass wir hier zuerst den Unterhalt auf 6 ballern und dann vielleicht die Bewegungsreichweite noch auf 6 und dann das hier auf 6, damit wir noch mehr diplomatische Beziehungen reinkriegen. Einfach, weil sich das total lohnt. Gut, das zum Kämpfen und zu der Bewegung. Ich spreche, andere hören zu. Na, die haben hier Stein, hä? Wir wollen noch... Genau. Wir haben hier Bucht der Schmuggler. Die Bucht der Schmuggler funktioniert nach folgendem Prinzip. Wir haben ja Zivilisationshauptstädte. Und wenn die Zivilisationshauptstädte angegriffen werden und durch Kriege kaputt gemacht werden, dann sinkt, das haben wir dann später hier, eine Anzeige, wo die Zivilisationsstufe sinkt. Bei der Zivilisationsstufe gibt es 3 Stufen. Wohlstand, dann haben wir Zusammenbruch und Krise. Nee, Quatsch, Krise und Zusammenbruch. Wir profitieren von dem Zusammenbruch und der Krise dadurch, dass wir diese Schmugglercamps aufbauen. Das heißt, die Fraktion stellt sich eigentlich gut mit allen, aber wir profitieren davon, wenn es allen schlecht geht. Das ist eigentlich ein bisschen gemein. Aber so kommen wir zur Macht. Und später, wenn wir genug Macht haben, brauchen wir das nicht mehr. Dann können wir alles wieder stabilisieren. Also im Grunde genommen sorgen wir dafür, dass Unruhe herrscht, damit wir dann aufsteigen können, um dann Frieden zu bringen. Richtig assi. Gut. Wir bauen natürlich auch in dem zweiten Bereich dann so ein Schmuggler-Camp. Dafür bräuchten wir aber noch 65 Holz. Das heißt, wir gehen mal schnell auf Diplomatie. Gucken, ob wir irgendwo Holz herkriegen. Wie zu erwarten, haben am Anfang hat niemand Holz. Ich kämpfe für meine Brüder.
Wir beugen uns nicht länger. Nicht? Okay. Sohn Kanaans. Hat er Holz? Niemals nachgeben. Also die hier oben. Ich werde mein Volk vereinen. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Wir gehen mal schnell nach dem, wer uns am meisten mag. Ja, das sind sie. Also. Jeder Freund ist für mich Teil meiner Familie. Das ist wundervoll. Also, wir geben ihm 65 Holz dafür. Er gibt uns 65 Holz dafür, nehmen wir uns. Geben wir ihm Nahrung. Kann ich hier ein bisschen runter handeln? 5, 6, 7, 8, 9. Wir haben eine Nahrung gespart. Ist schon sehr teuer. Hand drauf. Aber das Schöne ist ja, wir kriegen relativ einfach Nahrung. Zack. So. Dann Außenposten. Wir beten von Anfang an Thoth an. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Tod. T-H-O-T. Der gibt uns ein paar Vorteile, und zwar die Baukosten, die werden reduziert, und das ist gar nicht mal so schlecht. So, weil wir ja nicht viel haben am Anfang, müssen wir viel mit Hinterhalt arbeiten. Und es gibt ein Gebäude, das wir bei den Außenposten bauen können. Also die Außenposten, damit ich es noch erklärt habe, sind so kleine Außenposten, wo wir Sachen reinmachen können für weniger Unterhalt oder mehr Einfluss. Und den Einfluss... Okay, wir machen es so. Ich erkläre das schnell von der Basis her. Wir haben die Städte, die haben Zufriedenheit. Wenn die Zufriedenheit ganz oben ist, kriegen wir Boni. Wenn sie ganz unten ist, Nachteile. Und wenn sie bricht, dann gibt es eine Revolution. Eine Rebellion. Dann haben wir Einfluss. Im Prinzip ist es, wie gut besteuern wir die Bevölkerung, wie stark ist unser Einfluss in der Region, wie viel geben die ab. Wenn das sehr tief unten ist, dann kriegen wir sehr wenig Nahrung, wenig Bronze, wenig Gold. Und je höher das ist, desto besser ist es. Wenn es ganz oben ist, dann machen wir 10% mehr. Das heißt, das Ziel ist natürlich, das immer oben zu haben. Und dann haben wir noch die Arbeiterschaft. Die Arbeiterschaft sorgt dafür, wie viel können wir pro Runde bauen, wie viele freie Arbeiter haben wir, die in der Lage sind, die Hauptstadt auszubauen oder also das Hauptgebäude auszubauen oder einen Schiffshafen weiter auszubauen und so weiter und so fort. Und einige dieser Außenposten verstärken eben diese Effekte noch. Ein Tempel zum Beispiel, wo haben wir ihn hier? Ein Tempel gibt uns mehr Zufriedenheit, das heißt, die Bevölkerung ist zufriedener. Beim Handelsposten kriegen wir mehr Ressourcen raus. Das heißt, im Grunde genommen machen wir immer überall einen Außenposten. Zusätzlich, wenn ein Kommandant über einen Außenposten läuft, kriegt er Bewegungsreichweite und passive Boni für ein paar Runden. Wenn er über einen Handelsaußenposten sich bewegt, dann zahlt er weniger Unterhalt für eine bestimmte Anzahl Runden. Macht also Sinn, überall diese verdammten Außenposten zu haben und am besten Handelsaußenposten oder Handelsposten. So, jetzt muss ich nur kurz gucken, wo wir das denn bauen wollen. Wenn wir hier einen Tempel haben und wir an der Küste uns entlang bewegen, macht das eigentlich Sinn, wenn wir hier dann einen Handelsposten haben. Und hier oben bauen wir dann einen Tempel. Ich finde den Tempel nicht schlecht für den Anfang, weil er uns 20% Baukosten spart und die Bevölkerung zufriedenstellt, ne? Ja, machen wir das. Ich finde das gar nicht so schlecht. Das hier ist eine Festung. Hier könnten wir Truppen stationieren, die uns dann weniger Unterhalt kosten. Ich reiß das aber ab. Die 120 Steine, die brauchen wir lieber für was anderes. Und hier will ich so oder so auch einen Handelsposten hinpflanzen, damit wir noch mehr Nahrung und noch mehr Stein verdienen. Macht ja Sinn. So. Dann haben wir noch einen königlichen Erlass, das habe ich ja schon erklärt. Wir bewegen uns zuerst hier in diese Richtung. Will heißen, wir machen mal 3 Runden längere Feste, damit wir mehr Zufriedenheit haben und die Bevölkerung glücklicher ist. Damit wir dann schlussendlich hier hinkommen und hier. Es geht einfach darum, alle zu bezirzen, überall Nichtangriffspakte zu machen, Konföderationen, wo es geht, und Leute als Vasallen zu unterwerfen. Geschickt mit Diplomatie uns den Weg nach oben bahnen. Gut, das war die erste Runde, würde ich sagen, weiter geht's. Obwohl, können wir noch nicht angespackt irgendwo reinhauen? Für die Schlacht geboren. Nee. Mit wem ist er eigentlich im Krieg? Es ist immer schön, ein... Damaskus, okay. Das werden wir uns zunutze machen.
Also. Jetzt können wir direkt meine zur Stadt. Zeit wird kommen. Die eine Armee haben wir ja hier schon getötet. Da wird wahrscheinlich hier wieder eine Armee aufbauen. Aber er wird nicht so schnell sein, dass er uns kriegt. Okay, ja gut. 10 Mann. Beweist euch! Das können wir so challengen. Die Wurschwer-Dudes auch. Er hat einen Trupp mehr als wir. Aber das kriegen wir, glaube ich, schon hin. Wir müssen einfach ein bisschen hinterhältig arbeiten. Frei nach dem Motto von ihm. Die beste Art von Halt ist der Hinterhalt. Ich denke, wir können die einzelnen, wir werden ja die Stadt verteidigen wollen, einzeln rauspicken. Kriegen wir ein rein schönes Wetter? Der Kampf wird nämlich sehr lange dauern. Okay, ja. Das ist in Ordnung, damit können wir arbeiten. Obwohl Erschöpfungsanstieg auch nicht gut ist, aber es ist ein bisschen Gambling, wenn wir jetzt weitergehen. Damit können wir arbeiten, komm, ist gut. So, wir nehmen die mal schnell wieder, um zu gucken, wo er sich positioniert. Ah, das zeigt er mir am Anfang noch nicht. Okay, wir könnten die hier im hohen Gras verstecken an der Stelle. Das hier ist hohes Gras. Da können sich Einheiten geduckt drin bewegen und die werden dann nicht gesehen. Macht das Sinn für uns? Wir haben hier einen Eingang, da einen Eingang. Wenn er da Leute positioniert, können wir die abschlachten. Wenn er aber hier Werfer positioniert, habe ich ein Problem. Was ist, wenn wir die hier drinnen positionieren? Hier sieht sie auch niemand. Also gut, immer das folgendermaßen. Ich splitte die Armee ein bisschen. Ich stelle die hier hin mit den Wurfspeerleuten. Die kommen in die drei. Also. Also. Dann wird er hoffentlich hier viel verteidigen und wir können hier vielleicht hinten reinschleichen. Tarnt euch im Laub! Ja, das sieht gar nicht mal so übel aus. Wir bewegen die mal schnell hier hin. Hier entlang, Brüder! Ah, das ist der Kommandant. Hier. Aber wo sind seine Werfer? Er hat Schleuderer noch irgendwo. Immer stark! Das hier, da muss auch was sein. Er scheint alle Eingänge blockiert zu haben. Aber ich habe eine Idee. Unsere Zweihänder, die sind gegen Schilde sehr gut. Also machen wir Folgendes. Wir stürmen mit denen hier rein, schlachten die ab. Ziehen uns dann zurück und wenn neue hier sind, sind wir schon wieder in einer anderen Position. Die machen vorerst mal gar nichts. Axtkrieger! Das war der Sturmangriff, das hat wehgetan. Das Schöne am Sturmangriff übrigens ist, dass wenn wir reinrennen, dann profitieren wir noch von einem erhöhten Angriffsmuster. So, jetzt sind sie bei der Hälfte. Jetzt stürmen die nächsten rein. Die dürften eigentlich an denen einfach vorbeirennen können. Und da geht der Nächste. Da geht der Nächste, ja. Die Verstärkung ist zu langsam. Die bewegen sich schon in unsere Richtung. Okay. Wir gehen mal schnell hier rüber. Ja, sehr gut. Oh, seht ihr, wie das wunderbar funktioniert? Wunderbar, sehr gut. Und jetzt kommt er hier als Verstärkung, aber bis dahin sind wir schon wieder weg. Wir könnten hier aber reinschleichen. Wir werden nicht wanken. Dann tötet sie alle. Einfach schnell alle. Und raus. Bewegung, Krieger. Da sind mir die Wurfspeerwerfer ein bisschen zu nahe. Ich will kurz gucken, ob er da was positioniert hat. Krieger von Kanaan. Vorwärts Marsch. Weil da könnten wir reinschleichen, theoretisch. Vielleicht versucht er die Stellen auch nochmal zu schließen. Ja, das tut er. Ah, aber mit Rückendeckung. Nice. Okay.
Die verstecken uns hier mal im Wald und im hohen Gras. Die Wuschbill-Leute, die sind ja nach wie vor noch da. Also. Ich glaube, die kommen schon relativ weit. Aber wenn die Wuschbär-Leute jetzt hier sind, dann können wir eigentlich auf der Seite versuchen durchzubrechen. Ich weiß nicht genau, wo seine Schleuderer sind. Das Wetter ist übrigens verdammt heiß. Das heißt, unsere Jungs... Also Schleuderer sind da, die Werfer sind hier, ne? Gut. Geht rein da. Nimmt man das gleiche nochmal. Wir dünnen einfach die Infanterie aus, weil er verteidigt seine Stadt punktuell natürlich, ne? Da kommen sie. Wir schicken die nächsten rein, damit das schneller geht. Da kommt der Kommandant aus Unterstützung. Aber unsere Jungs sind so schnell, die schlachten sie einfach ab. Ja, ist nicht schnell genug. Seine Wurfspeerwerfer wären vielleicht noch hier hingekommen, aber das... Zeitlich reicht das halt nicht. Wir könnten jetzt versuchen reinzugehen. Weil jetzt ist eine Lücke offen, ne? Oder wir schlachten die nochmal einzeln ab. Nein, geh zurück. Wenn ich nämlich jetzt hier reingehe, könnte es eine Falle sein. Er könnte uns dann hier einkesseln und wenn er die rüber bewegt, wir werden zu lange kämpfen müssen. Wo es schon verlockend wäre, die zu killen hier, ne? Aber ich komme hier nicht rein. Kämpft für eure Brüder! Vorwärts, Marsch! Er sieht mich ja nicht, sind ja Schleicher. Das heißt, wir schleichen uns mal in die Stadt. Das ist vielleicht nicht verkehrt. Und um sie ein bisschen abzulenken, gehen wir da rüber und hauen ein paar Wurfspeere ihn ins Gesicht und schauen mal, wie das funktioniert. Das heißt, entweder kommt er dann aus der Stadt raus, weil wir ihn provozieren, oder das geht einfach schon. Ich glaube nicht, dass die Schleuderer genug Schaden anrichten. Marschiert! Also wir schleichen uns mal hier durch, mal gucken, ob er das checkt. Lasst sie ziehen, Brüder! Ja, der eben auch Wurfspeere. Feuer! Okay. Die werden gesehen. Jetzt werden sie nicht mehr gesehen. Wir werden sie überrumpeln! Ja, das ist nicht gut. Okay, jetzt werfen gerade beide. Wir ziehen uns mal zurück. Uff. Schlecht. Schlechte Wahl gewesen. Aber ich sehe gerade, dass der Kommandant hier alleine ist, nicht wahr? Zieht er seine Schleuderer jetzt zurück, oder was ist die Idee? Ja. Okay. Go. Er lässt die Gänge jetzt offen, weil wir drinnen sind. Er sieht uns jetzt, ne? Er hat uns nicht gesehen durch den Buff, durch die Fähigkeit, aber jetzt checkt er, dass wir drin sind. Jetzt versucht er seine Kernposition zu schützen. Wir gehen mal schnell den hier hinten holen. Der gibt ihnen nämlich 10 Punkte Moral. Das hier 5 Punkte Moral, weil sie eine Stadt verteidigen, ist ja irgendwie klar. Kämpft für eure Brüder! Werft die Speere, bevor ihr reingeht. Ah. Okay. Kanaans Stärkste! Vorwärts, Marsch! So, wir schmeißen die mal schnell hier hin. Weil hier kommt gerade nochmal Verstärkung. Mir geht jetzt mal darum, diesen Siegespunkt, die Ressourcendings zu holen, um die Moral ein bisschen zu brechen. Speer und Schild. Ja, da kommt keine Unterstützung rein, dann schicken wir die mal schnell hier in den Hintergrund. Ihr schießt bitte nicht, ihr knallt nur die eigenen ab. Tränkt die Bauern mit ihrem Blut!
Ich schneide ihn mal hier schnell den Weg ab, damit er nicht so schnell hier durchkommt. Und ein bisschen Unterstützung brauchen die nämlich schon. Wenn jetzt nämlich alles da nach hinten geht, dann werden mir die sterben. Das will ich ja nicht. Wurfbereit! Hat der Späne den Kopf gekriegt? Ich glaube, dem geht's gerade nicht mehr so gut, ne? Ja, da haben wir es. Der zieht gerade alles hier in die Mitte. Ich muss mal schnell gucken, dass ich die ein oder anderen rausnehme. Diese Schweine haben uns ausgetrickst! Axtkrieger! Bis nach hinten, Jungs. Die sind verdammt müde, sind außer Atem. Kraft durch Gerissenheit. Schwerter! Kanaanäische Wurfspeere! Für die Schlacht geboren! Die Schlachten da. Gebt niemals auf! Die Götter mögen uns. Ich weiß, dass ihr noch am Kämpfen seid. Hier ist einige von euch hier noch drin sitzen. Aber ihr müsst wirklich dahin. Immer stark! Ja, da kommt er, okay. Wir nehmen ihn in die Zange. Die Verstärkung schicken wir natürlich hin. Logisch. Ich überliste den Feind. Gut, er bleibt mir im Großteil der Armee da, ja Mann. Krieger von Kanaan! Gucken, was er macht. Marschiert! Ella. Vorwärts marsch! Auch hier rein? Okay, dann. Stürzt euch auf sie! Das da hinten gewinnen wir, das verliert er. Wir werden nicht wanken! Nichts wird uns aufhalten! Schwerter! Kriegen wir hin. Also der Kommandant ist halt tot, der kommt da nicht mehr raus, ne? Immer stark! Mir nach! Stellt euch mal schnell ein bisschen anders auf. Schießt auf den Kommandanten, wenn der nämlich stirbt, dann ist vorbei. Los! Es ist ein bisschen ungünstig, dass wir hier einige unserer Truppen haben, die da im Rücken sind. Wir sind unaufhaltsam! Hier entlang, Brüder! Macht sie fertig! Oh, da kommt nochmal Unterstützung ran. Mir nach! Bewegung, Krieger! Marschiert! Wir bleiben standhaft! Vorwärts marsch! Bewegung, Krieger! Mögen die Götter diese Hochstapler verfluchen! Axtkrieger! Na, kommst du? Los. Ah, shit. Das war so nicht geplant, Schwerter. Natürlich. Mir nach! Gliederbald? Naja, die verteidigen den Siegespunkt da oben, was Quatsch ist in der Situation. Mit starkem Willen. So, von der Seite rein, bitte. Einmal die Wurfspeere. Ich sehe euren Schmerz. Komm, rennt auch rein, kriegen die Panik. Ich werde hier nicht sterben. Gut. Haben wir den? Ja. Okay, jetzt geht alles. Warte, 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 warte. Versucht ihr noch schnell zu catchen. Ich glaube nicht, dass wir die noch erwischen. Wir probieren es trotzdem. Einfach damit die noch die Erfahrungspunkte kriegen. Sie sind schneller. Ich weiß nur nicht, ob sie so schnell sind, ne? Nee. Ich glaube nicht, die sind todesmüde, sind absolut erschöpft. Auf der anderen Seite sieht es bei denen gar nicht mal so bad aus, ne? Nee, schaffen wir nicht.
Die Speerwerfer können vielleicht das eine oder andere noch mitnehmen. Naja, ist auch nicht schlecht. Ach, ist auch nicht schlecht. Aber gut. Egal, das ist die dritte Siedlung. Das ist wichtig für uns. Und unser Feind ist weg, der kann jetzt nichts mehr machen. Können wir entscheiden, wen wir angreifen. Das gehört alles zum Plan. Das tut es. Ein weiterer Knotenpunkt der Zivilisation. So, dann gehen wir nochmal hier eins weiter. Einfluss plus 2 in dieser Region. Können wir natürlich brauchen. Herrscher machen Geschichte. Ja, dann das Übliche. Wieder dieses Wechselspiel zwischen Werfer und Nahkämpfer. Ja, die Werfer einfach wirklich sehr viel Schaden anrichten. Also, dann haben wir hier... Wir können hier Stein abbauen. Ihr seht, die Siedlungen haben Nahrung, Gold, Stein. Hinten haben wir Bronze, da ist Holz. Das können wir alles abbauen. Ich beobachte nur. Und wir nehmen hier Stein mit. Habe ich noch genug Arbeiter? Ja, 2 Stück. Wir könnten auch die Siedlung ausbauen. Siedlung ausbauen würde uns auch viel bringen, weil dann würden wir 3% mehr Ressourcen kriegen über die Dings, ne? Wir könnten aber auch irgendwo Nahrung kaufen. Wir könnten auch warten, bis das ausgebaut ist. So. Dann holen wir uns hier, da wo ich das kaputt gemacht habe, die Festung, einen Handelsaußenposten. Oder einen Handelsposten, es ist gar kein Handelsaußenposten. Hier und hier, wie machen wir das jetzt? Ich könnte hier jetzt theoretisch einen Beobachtungsposten bauen, der gibt mir für kurze Zeit erhöhte Hinterhaltschance. Und wir sollten ja eigentlich schon mit ein bisschen Hinterhalt arbeiten. Also hier ist keine Frage, hier machen wir einfach einen Außenposten mit Handel. Ja, aber was machen wir hier? Geh ich wirklich auf? Eigentlich brauche ich den schon, ne? Wir müssen aber irgendwo ein bisschen Holz ranholen. Wenn wir das ausbauen, würden wir mehr Nahrung kriegen, das wäre auch nicht übel. Wenn ich hier noch eine Runde warte, dann kostet mich der Ausbau von der Siedlung ein bisschen weniger. Obwohl überwältigend viel ist es jetzt auch nicht. 35. Also wenn ich etwa 50 Holz irgendwo herhole, dann dürfte das gehen. Wir schauen mal schnell, ob wir irgendwo noch Holz herholen können. Ich werde. Mit ihm haben wir erst kürzlich gehandelt. Niemals nachgeben. Kommt, wir trinken etwas und suchen eine Lösung. Wir handeln mal schnell Holz gegen Nahrung. Nahrung haben wir ja relativ viel. Obwohl, der bräuchte Bronze. Von wie viel Bronze reden wir? 70? Oder im Verhältnis zu was? 120 Nahrung? Na, dann machen wir die Nahrung. Bronze ist viel kostbarer. Ja, schlagen wir vor. Das werde ich. Er würde nicht angespackt mit mir wollen. Sohn Kanaans! Oh, beide würden nicht angespackt mit mir wollen. Beide, die gegeneinander kämpfen, ne? Wir beugen uns nicht länger! Sohn Kanaans! Der ist auch nicht abgeneigt. Wie sieht es hier eigentlich aus? Der schlachtet gegen ihn. Wir beide. Also, der hat keinen Krieg. Essen wir. Der hat auch keinen Krieg. Ich werde gern einen Handel mit euch. Der hat auch keinen Krieg. Kommt bei, trink den. Der hat keinen Krieg, dann wird auch er keinen Krieg essen haben. Wir. Okay. Die Idee ist folgende. Wir haben ja keine starke Position, das heißt, wir schließen uns einem Krieg an, der bereits tobt. Damit erhöhen wir natürlich unsere Chancen, dass wir das gewinnen, erheblich. Also ist die Idee, uns seiner Sache anzuschließen und Damaskus einzunehmen, ab dem Zeitpunkt, wo er das hier wegmacht. Das heißt, wir warten, bis die Armee hier hinmarschiert ist. Wenn die Gunst der Stunde groß ist und das weg ist, dann gehen wir auf Damaskus los. Weil ich denke, dass er einen Großteil seiner Armeen dann hier zentriert.
Wenn das schief geht, ist auch nicht schlimm. Dann können wir hier ein Plänklerspiel spielen. Und er wird uns dann irgendwann unterstützen. Vielleicht kriegen wir Damaskus, vielleicht nicht. Aber ich glaube, die ich Chance, spreche, der Besuch ist es schon wert. Ist der einzige Krieg in der Nähe, wo wir was machen können, tatsächlich. Von daher. So, also, ich wollte ja ausbauen. Wir bauen das hier um 1 aus. Und dann habe ich noch genug Kohle für diesen wunderschönen Beobachtungsposten. Der Beobachtungsposten hat übrigens auch noch einen anderen Vorteil. Die Garnison wird erhöht. Das heißt, wir kriegen hier 3 Leute mehr in die Garnison durch diesen Posten. Das heißt, es sind dann 8 drin, die das Ding verteidigen. Ich könnte auch das ausbauen. Dann würden wir mehr Stein kriegen, ne? Aber eine Option. Berater der Könige. Ja gut, nächste Runde. So. Zivilisation im Wohlstand, ja, das ist für uns ja noch schlecht. Wir wollen ja, dass die Zivilisation langsam zusammenbricht. Also, Bau ist möglich. Wenn wir noch ein bisschen mehr Nahrung hätten, könnten wir das machen. Wir könnten auch sparen und theoretisch die Schmugglerbucht ausbauen. Wäre auch eine Option. Spielen wir Politik. Wir spielen Politik. Worte sind meine Waffen. Ich will mich bis hierhin bewegen und gucken, ob ich hier was sehe. Ich meine, wenn er das erst kürzlich eingenommen hat, dann müssen die Truppen etwa schon hier sein, ne? Bei, mein Bruder! Das wird sicher unterhaltsam. Er ist übrigens ein unglaublich aggressiver Typ. Ja? Auch eine Fraktion, die man spielen könnte. Ich habe eigentlich... Eigentlich möchte ich mit ihm konföderieren, damit wir ihn für unsere Sache gewinnen. Ah, der will gar nicht unbedingt, dass wir ihn angreifen. Wir tun es dann ich trotzdem. Ich lebe, um zu dienen. Wir rekrutieren hier mal 2 Leute. Und weil ich finde, dass die Nahrung doch schon sehr wichtig ist. Holen wir uns doch irgendwo nochmal 180. Stimmt das überhaupt? 40, 80, 87 Holz her. Jemand, der uns mag. Wir beugen uns nicht. Mögen unsere Stämme weiterhin in Freundschaft verbunden sein. Er braucht Stein. Ich biete ihm aber. Ich suche lieber jemanden, dem wir Nahrung geben können. Wir beugen. Sohn. Ich werde. Die. Ich werde mein Volk vereinen. Wir werden helfen, wo wir können. Wir können es probieren. Hier noch 20? 21? 22, okay. Ein bisschen was sparen können wir noch. Ein bisschen rumfeilschen müssen wir schon. Das ist schon wichtig. So. Dann eine Weide. Und dann ist vorerst mal gut. Jetzt bin ich gespannt, ob der Plan aufgeht. Alle sind bloß Marionetten. Wir könnten für Gold die Karte aufdecken und so gucken, ob wir da reingehen sollten oder nicht. Wir könnten aber noch eine Runde warten. Andere hören zu. Und noch mehr Soldaten rekrutieren und warten. Muss ich aber kurz gucken, warte mal schnell. Berater der wir können ja eigentlich ein bisschen laufen, ne? Das heißt, wir können schauen, ob wir hier weiter. Der ist gerade in der Musterung und hat 9 hier drin. Wir haben 13. Kriegt er Verstärkung von irgendwo? Sieht nicht danach aus. Jetzt ist die Frage, wollen wir das Gold aufwenden?
um zu schauen, ob er noch weitere Armeen hat oder nicht. Weil Damaskus zu haben, wäre schon sehr lukrativ. Wenn jetzt aber hier nochmal super viele Leute rekrutiert, wir beugen uns nicht länger. Habe ich natürlich den Salat. Nein, das ist mir zu teuer. Wir rekrutieren hier nochmal. Ich schätze Raffinesse mehr als Kampfeswut. Und ich würde sagen, Spionage ist immer gut. Ja, jein. Man hat hier Räuber drin. So, die Fraktion hat einen Vorteil. Wir können eine Forschung sofort abschließen. Das können wir jetzt noch nicht. Wir müssen warten, bis wir den Erlass freischalten. Dann würde ich die 5 Runden überspringen. Weil ich aber im späteren Verlauf von der Kampagne eigentlich auch noch liebäugle mit der ewigen Hingabe hier, um noch einen Gottverehrungsplatz freizuschalten. Hier den Unterhalt zu reduzieren von Stufe 3 Einheiten, hier von Stufe 4 Einheiten und hier sogar von Stufe 5 Einheiten, um mehr Armeen zu haben, die weniger kosten, um mehr Dominanz in der Welt zu haben und bessere diplomatische Behandlungen führen zu können. Gehen wir jetzt noch auf das Leben der Soldaten, das heißt die drei hier, die schalten wir noch frei und warten, bis wir das dann finally über den Erlass, den wir hier kriegen, fertig machen können. Ich werde mein Volk vereinen. 200 Gold dafür, dass wir wissen, wo seine Armeen stehen. Schwierige Entscheidung jetzt. Brauche ich das Gold für irgendetwas noch? Bislang nicht, ne? Ich habe aber auch keine Goldquelle. Auf der anderen Seite, wenn wir schnell sind, könnten wir das sogar noch kriegen. Es sind halt nur 9 drin, plus er sind 10. Wir hätten 3 Truppen mehr als er, ne? Also gut, wir machen eine Spionage 10 Runden lang für 200 Gold. Ja, ich will es jetzt wissen. Es ist hier keine Armee drin. Okay, wir greifen an. Ihr könnt mir etwas anbieten. Wir greifen an, ich helfe dir beim Angriff gegen ihn. Diese Ressource ist momentan knapp, ja. Wie viel Gold hättest du theoretisch? Können wir ein Tauschabkommen? Tauschabkommen. 1 Gold für 10 Runden. Das ist ihm zu viel dann. Also wie machen wir die im Tauschabkommen in der Hoffnung, dass wir bessere diplomatische Beziehungen zu ihm kriegen? Das hat er nicht. Bronze. 1 Bronze und 1 Gold für eine Nahrung. 10 Runden lang, das machen wir jetzt. Ist gut. Dafür helfen wir ihm beim Angriff gegen ihn hier. Und gehen rein. Der Diplomatie. Zeit für Taten. Da er hier keine Armee drin hat, gehe ich davon aus, dass wir das schaffen. So, wir bauen Belagerungsgeräte. Geduld öffnet Türen. Ich denke, dass wir zusammen das hinkriegen. Zusammen kriegen wir das hin. Zusammen kriegen wir das. Hier bräuchte ich noch 3 Arbeiter. Ne? So, ich rekrutiere jetzt hier keine Einheiten. Euch. Will heißen, wir brauchen einen neuen Kommandanten. Und ihr auf Twitch wisst, was das bedeutet. Mehr umstellen. Ihr könnt mit Ausrufezeichen Held den Kommandantennamen kriegen, den ich jetzt hier hole. General. Ausrufezeichen Held in den Chat. Und wir nehmen ihn hier. Weil mit 3 Punkten hat er schon einen Titel freigeschaltet. Sohn Kanaans! Scharfäugig für Schleuderer, ja, das können wir ja gar nicht brauchen, weil er ja kein Schleuderer ist. Jede Klinge. So, dann die Söldner. Wir stehen Seite an Seite. Es reut mich ein bisschen um das Gold, ne? Aber ich musste halt wissen, ob wir da irgendwo versteckte Armeen haben. Ihr seid Kanaan näher, wenn es euch passt. Obwohl, ich könnte es auch hier bei der Stärke nachgucken, ne? Aber dann müsste ich es ins Blaue schätzen. Nein, das Gold ist schon gut investiert.
Naja, komm, wir bauen das hier aus, damit ich hier bald mal auf Steinstufe 3 komme. So schlecht ist das nicht. Verteidiger Kanaan! Sollte vielleicht noch schnell reinstehen, damit... Stellt Patrouillen auf! Gut. Streiter des Stammes! Streiter des Stammes. Jetzt machen wir Minusgold, aber das ist jetzt kein Untergang. Wenn wir das hier haben, dann machen wir wieder Plus. Ich hoffe nur, dass wir es kriegen. So, also der Name dieses Kommandanten lautet... Der heißt... Blaupause. So, ich schau mal ganz kurz, ob wir diplomatisch noch was regeln können. Ich werde mal... Wir beugen uns nicht länger. Ja, ein bisschen Schiss. Dass jetzt irgendjemand von irgendwo kommt und uns Boot macht. Ich werde meine Heimat verteidigen. Der mustert hier halt auch, ne? Gut. Oho. Achso, er kommt mich hier unterstützen? Was ist mit dem Gold unten, mein Freund? Hm. Also, das, die 4, 5, 6 gegen die 5. Plus das hier, Kommandant, Speere. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Er wird hoffentlich würdig vertreten. Blaupause, safe. Safe. Nur schon, dass du den, dass du uns entlastest, neue Truppen zu sammeln. Gold wert, mein Freund. Gold wert. So, also er kriegt von hier Unterstützung. Was haben wir alles für Optionen? Wir könnten uns hier mit einem kleinen Hang positionieren, dann hätten wir eine bessere Kampfsituation. Ist das hier hohes Gras? Hier kann sich leichte Infanterie verstecken. Wir könnten uns also hier verstecken. Krieger von Kanaan! Wir könnten uns auch hier verstecken. Macht das Sinn? Ja, ich denke schon. Also, wir machen Folgendes. Das sind jetzt alle Werfer hier, ne? Schwerter! Ich glaube, ich stelle das mal schnell so auf. Wenn er halt hier einen großen Bogen macht, habe ich halt ein Problem, ne? Wir können uns auch hier aufstellen und einen Teil hier verstecken, um dann hinten rum zu gehen. Ich sehe gerade, wir könnten uns wahrscheinlich auch in den Wäldern hier verstecken. Er sieht uns eh nicht. Kann sie jetzt noch retten. Nein, ich finde das fast besser. Hier entlang, Brüder. Das hohe Gras ist genau dafür da. Auf der anderen Seite haben wir hier auch einen kleinen Hügel, ne? Solange hier nichts über diesen Hügel läuft, sieht er uns nicht. Oh, das wird eine spannende Schlacht, weil es recht ausgeglichen ist. Und die Räuber, die er hier ins Feld führt, die sind sehr gut gegen Schilde. Das heißt, diese Truppen hier haben das absolute Einsehen. Unsere Wurfspeerwerfer müssen ihren Dienst tun, weil wir es ansonsten nicht gebacken kriegen, ne? Sie haben keine Schilde, sie sind also sehr fragil gegen Wurfspeerwerfer. Das heißt, die Infanterie muss sie im Nahkampf halten und die Wurfspeerwerfer müssen sie töten. Nur dann ist es machbar. Die stehen mir ein bisschen zu breit auf der linken Seite. Aber ich hoffe, dass sich hier ein großer Infanterieball bildet mit den dreien. Aber die sind noch nach wie vor versteckt. Einfach reinrennen. Ja, wohl eher nicht. Um auf Nummer sicher zu gehen, drücken wir hier mal schnell den Hinterhalt für 60 Sekunden rein. Oh, da gehen. Okay, das müssen wir ändern. Schwert!
2. Alle. Mach die Linie breiter. Mach die Linie breiter. Ah, warte schnell. Das sind Speerwerfer. Dann teilen wir die auf. Ihr seid jetzt die neue 4. Hier entlang, Brüder. Immer stark. Vorwärts, Marsch. Stell. Gürt euch auf sie. Marschiert. Bewegung, Krieger. Werft sie nieder. Zu Moloch mit euch. Werft die Speere. Hier hoch. Go, 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 go. Vorwärts, Marsch. Bewegung, okay, die stehen ein bisschen außen rum. Ja, da seht ihr es. Oh, kämpft, mein Gott, werden die auseinandergenommen hier. Wir sind unaufhaltsam. Wurfspeere. Seid ihr bescheuert? Nicht in den Nahkampf, Digga. Speere, los! Beide, beide, Jungs. Vorwärts, Marsch! Ich sehe euren Schmerz, Feigling. Mit all eurer Kraft. Wurfspeere, los! Verschwindet von... Ja, shit. Kraft durch Gerissenheit. Axtkrieger! Immer stark! Kanaans Stärkste! Mit all eurer Kraft! Vorwärts, Marsch! Wurfspeere, los! Auf alles vorbereitet! Auf Befehl des Stammes! Schickt ihnen Speere! Hier entlang, Brüder! Stets bereit! Schwerter! Immer stark! Wir sind unaufhaltsam! Vorwärts, Marsch! Vorwärts, Marsch! Krieger von Kanaan! Sehr gut. Wir werden nicht wanken! Neu positionieren! Gebt niemals auf! Wir haben sie unterschätzt! Okay, die kriegen da gerade aufs Maul. Wir bleiben standhaft. Jungs, warum geht ihr in den Nahkampf? Das war halt einfach überhaupt nicht der Auftrag, ne? Wir bleiben standhaft! Es gibt keine Hoffnung mehr! Hier entlang, Brüder! Speere, los! Krieger von Kanaan! Wir gehen mal schnell hier hoch. Die hier werden gerade völlig zermüselt. Für die Schlacht geboren! Die kommen wieder. Speere bereit! Sind die wieder da? Was macht ihr denn da, Jungs? Ganz ehrlich. Wir bleiben standhaft! Das sind das die Befehle, die ich erteile. Hab ich gesagt, nehmt den Dolch und geht da rein! Nein, hab ich nicht! Axtkrieger! Furchtlos! Furchtlos! Marschiert! Marschiert! Rennt ihr da raus? Ja. Ich hab keine Ahnung, was ihr für Probleme furchtlos habt. Werft die Speere! Die nichtnutzigen Feiglinge fliehen! Axtkrieger! Krieger von Kanaan! Für die Schlacht geboren! Die gehen eh gleich. Speere! Geht mal zurück da bitte. Hier hoch bitte. Mach die tot. Bitte bitte schnell auf die hier los. Sieht nicht schlecht aus. Wenn ihr diesen Ball jetzt noch killen. Greift an! Wurfspeere, los! Werft die Speere! Bitte dann auf die, wenn die anderen fliehen wollen. Das können wir doch den in den Rücken. Die gehen vollständig, das ist gut. Streckt sie nieder! Mit starkem Willen! Wurfspeere, los! Die gehen vollständig, das hier ist gut. Lang, Brüder. Alles andere ist rekrutierbar wieder. Krieger von Kanaan! Das bricht auch gerade zusammen. Furchtlos! Sehr schön. Starte Manöver! Kriegen es gebacken. Wurfspeere, los! Verschwinden wir von hier! Immer stark! Furchtlos! Immer stark! Ich beobachte das Schlachtfeld. Alles sammeln. Mir nach! Werft die Speere! Speere! Okay, die sind vollständig gegangen. Für die Schlacht geboren! Schickt sie zum Mord! Schickt ihnen Speere! Dass die uns jetzt hier nochmal versuchen zu unterwandern, gefällt mir gar nicht. Marschiert! Weiter! Willensstab! Wir sind unaufhaltsam!
Das Problem, was ich jetzt noch habe, ist... Jetzt gehen die Wurfspeere langsam aus, ne? Wir attackieren den mal schnell von hinten. Hier bitte schnell die Wurfspeere rein. Hoffen wir, dass gleich alles bricht. Ja, es bricht gleich alles. Damit haben wir es. So, jetzt jagen wir noch das, was geht. Das war eine brutale Schlacht. Aber er hatte keine Wahl, weil der andere war ja nah, ne? Und wenn der andere die andere Stadt eingenommen hätte, dann wäre er, wäre festgesessen. Also er hat gar keine andere Wahl, als versuchen, auszugehen oder ausgehungert zu werden. Ich versuche noch das zu töten, was gerade noch in die Siedlung versucht zurückzurennen, ne? Wieder möglichst wenig Überlebende in der Siedlung zurückhaben. Dass wir es am besten gleich mit Autoschlag machen können, müssen wir nicht alles kämpfen. Renn da einfach rein, ne? Weißt du, wie knapp die Schlacht war? Da einfach reinzurennen wäre ein Todesurteil gewesen für uns. Ich glaube, das hätten wir dann am Ende nicht gepackt. Rennt einfach rein, sagt er. Na, das ist schon gut, ne? Was sagt den Männern einmal nach vorne und angreifen? Das schon. Katmaischer Sieg, ja? Ist mir was komplett abgekratzt? Nein. Überall haben alle noch ganz knapp überlebt. Aber Männer sind entkommen. Ich muss euch noch schnell was zeigen. Warum die so unheimlich wertvoll sind. Die zwei Handelsleute. Hier, 84, 95, ne? Haben die zwei gekillt. Die zwei Truppen. Und die waren da einfach im Nahkampf und haben eingeschlagen wie Ehre. Die hier übrigens haben auch sehr viel getötet. Das sind einfach die zwei Händer. Und die Speerwerfer haben halt die gekillt. Die waren nur dazu da, um zu halten. Die Speerwerfer haben getötet und sie haben gehalten. Solange sie halt konnten. So, wir schicken die Truppen auf. Sie dienen uns jetzt. So, eine Bestrebung wählen. Sehr geil. Wähle eine Bestrebung aus, wo ich beim Abschluss Vorteile von Ressourcen und so. Das sind so kleine Missionen, die wir zwischendurch immer wieder kriegen. Wir können gewinnen eine Schlacht, das gibt dann Bronze und Nahrung. Erobere eine Region, die auf Nahrung spezialisiert ist, wenn 3000 Nahrung und eine beliebige Siedlung erobern. Okay, wenn wir das machen, würden wir gleich 3000 kriegen. Hier kriegen wir 1000 und einen Bonus, das brauchen wir nicht, den Bonus. Die Bronze ist verlockend, aber ich muss sagen, aktuell haben wir nur Truppen, die Nahrung kosten. Also machen wir das hier. Wir erobern eine Region, die Nahrung produziert, weil Damaskus produziert nämlich Nahrung. Zeit für Tat. Also. Die sterben hier weg? Echt jetzt? Ich habe nicht die Zeit, die nochmal neu auszubilden, würde ich meinen. Als meine Suppe. Also, dann kämpfen wir das schnell selber. Ich will nicht, dass hier Truppen abkratzen. Hat einen einfachen Grund. Ich brauche ja immer eine Runde, um zwei Einheiten auszubilden. Und jede Einheit, jede Truppe, die mir wegstirbt, ist halt eine halbe Runde verschwendet. Weil die können ja auch wieder hochregenerieren, theoretisch. So, was haben wir hier? Das ist eigentlich nicht so eine gute Position zum Angreifen, weil die Türme ein bisschen viele. Ist der Palast schön gemacht, der Wahnsinn. Oh gut. Also bis auf dass hier Tische und Stühle fehlen, ne? Damit man sich es gut gehen lassen kann, ne? So ein paar getrocknete Datteln essen und hier raus in die Wüste gucken. Schön. Ja. Das fehlt halt noch, ne? Datteln und ein Stuhl und ein Tisch. Ansonsten ist es wundervoll. Ja, hier könnten wir... Ja, da können wir auch gerade so gut hier. Es gibt keine wirklich gute Stelle, muss ich sagen. Sie sind alle etwas knapp. Ich würde fast vorschlagen, dass das die beste ist. Es sind zwei Türme, der Turm erreicht uns nicht. Der Turm erreicht uns halt hier. Der Turm erreicht uns hier. Ja, ich würde sagen, das ist die beste Stelle, weil es ist die längste Wand. Krieger von Kanaan. So. Furchtlos. Jetzt ist halt die Frage. Also.
Schwerter! Du stellst ganz bestimmt mal dein Belagerungsgerätchen ab. Kämpft für eure Brüder! Wenn die bis hierhin kommen und der bis hierhin kommt, dann stellt auch ihr das ab. Ja? Und. Auch du stellst das ab und der mit am meisten Truppen, der schiebt das. Los geht's, schiebt das. Axtkrieger! So, wir schicken die Axtkrieger noch nach vorne und die Speerwerfer schicken wir hier hinten hin. Hat einen einfachen Grund. Die Speerwerfer sollen ein bisschen auf die Mauern werfen. Wir sind unaufhaltsam. Obwohl ich gar nicht weiß, ob die bis dahin kommen. Die kommen zumindest nicht so weit. Genau. Die Axtkämpfer sollen nämlich das Pförtnerhaus schon ein bisschen bearbeiten. Wir bringen Schande über also wir treffen halt fast gar niemanden, ne? Aber wir müssen es halt trotzdem versuchen. Das ist eigentlich völlig sinnlos. Wir treffen nichts. Nicht einer ist gestorben. Woo! Okay, ich habe mich noch nie so über den Tod gefreut. Hoch da, macht sie platt. Da nochmal. Drei jetzt. Sehr gut, Jungs. Gib den Rambock. Für die Schlacht geboren. Okay, sie bewegen sich weg. Gut für uns. Vielleicht für sie. Die Wurfspeerwerfer müssen halt ein bisschen die Türme hinhalten. Hier entlang, Bruder. Nicht so weit. So, nicht so weit. Der soll nicht schießen dürfen. Ich sehe gerade die... Alter Falter, Mann. Wie heftig bearbeitet die denn diese Tür, Mann. Das ist impressive. Ja, mach die platt, bitte. Treff ihn am Kopf. Schade. Geil. Versuch was wert. Ja, bis der Rambock da ist, sind die schon durch. Die sind ja tough, die Jungs. Wenn wir die hier vorne aufgestellt hätten, Vorhutaufstellung, direkt hätten losrennen lassen, hätten wir uns den Rambock sparen können. Stabil. Raubt und verwüstet! Dann machen wir einen Schritt zurück, bitte. Okay, ist offen. Rein da. Auch ihr. Go. Und der Kommandant. Der Rest bleibt hinten stehen. So, ihr seid in Schussreichweite. Das ist gar nicht gut. Wir haben einen Weg hinein. Vorwärts, Marsch! So, ihr hier. Axtkrieger! Ihr hier. Ihr hier. Schwerter! Vorwärts, Marsch! Axtkrieger! Hoch da. Stürzt euch auf sie! Vorsicht, hinter euch! Marschiert! Okay. Wir bleiben standhaft. Zermalt sie! Ich würde sagen, ihr geht die da killen. Immer stark! Und ihr geht hier rüber und killt die anderen da drüben. Ich denke, die werden nicht mehr groß in den Nahkampf kommen können. Werfen. Ehre, los! Doch werden sie, weil die zu langsam sind. Sie können uns nicht aufhalten. Ja, ist eh gleich vorbei. Danke. Okay. 80 Mann sind bei uns draufgegangen. Die Türme haben uns halt sehr zugesetzt. Aber dafür ist es ja auch eine Stadt. Okay. Ich würde sagen, den Rest machen wir in der nächsten Folge. Ein überzeugender Sieg.
Wir haben Damaskus. Und so beginnt unsere Besetzung. Und neue Götter freigeschaltet, sehr schön. Kompetenz ist der Schlüssel. Müssen wir da mal gucken. So, Bestrebung haben wir geschafft. Wir haben die Nahrung gekriegt. Damaskus eingenommen. Wir sind nicht angespackt für dich jetzt eigentlich. Aber zuerst. Mach doch. Irgendwie nicht so, ne? Die Welt ist klar. So, hier hinten wird jetzt rekrutiert. Herrscher machen Geschichte. Wir machen das alles in der nächsten Folge. Ich weiter geht's. Wir haben Damaskus eingenommen, meine Damen und Herren. Sehr geil. Also, wenn ihr auf dem Let's Play Channel guckt, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir versuchen, hier die Wüste uns untertan zu machen, um dann nach der Krone des Pharaos zu schielen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.